Radio Guildwaves, dein GW2 Webradio. Hallo und danke, dass ihr Webradio Guildwaves eingeschaltet habt. Heute mal wieder mit einem Spezialinterview, das mal wieder so gar nichts mit Guild Wars 2 zu tun hat. Und das soll uns auch mal ganz recht sein. Mein Name ist Cesanel und zu Gast habe ich heute Abend den Sascha Vernünftig. Hallo Cesar. Das erste Lied, das ihr gerade gehört hattet, war übrigens von The Mad Pigs Project und hieß Don't Back. Und wir werden euch im Laufe des Interviews natürlich noch weitere Lieder vorspielen. Bei uns ist alles GEMA-frei, das heißt Creative Commons lizenziert. Und ich hoffe, ihr findet das ein oder andere Lied für euch, was euch gefällt. Und das könnt ihr euch dann jederzeit kostenlos aus dem Internet einfach so herunterladen. Und das auch noch legal. Kommen wir zum Interview mit Sascha. Was ist er denn eigentlich? Wer ist er denn eigentlich? Ja, erzähl doch mal ganz kurz, woher man dich kennt. Man kennt mich von YouTube. Ich heiße Sascha, wie du ja schon gesagt hast. Und ich stelle da Videos an, wie ich die vorne von meiner Dashcam gefilmt habe. Ich bin LKW-Fahrer und bin natürlich viel auf der Straße und da passiert allerhand. Und den Wahnsinn, den zeige ich in den Videos. Das kann man wohl sagen. Aber nicht nur den Wahnsinn der Straße, sondern auch der Wahnsinn deiner Reaktionen. Was heißt Wahnsinn? Ich glaube, das ist einfach so der Hauptgrund, warum du da so ein bisschen hypst momentan. Wir können da zahlenmäßig auch ein bisschen was zu sagen. Du hast ja, seit wir das Interview vereinbart haben, und das ist wirklich erst ein paar Wöchlein her, da waren es noch 7.400 Abonnenten auf YouTube und jetzt bist du bei? 10.000, gerade gestern Abend geknackt. Und jetzt sind es schon wieder 10.061, als ich gerade eben drauf geguckt habe. Also das geht ganz schön durch die Decke bei dir da. Und jetzt kann der ein oder andere sagen, ja was, warum? Er ist ja nur LKW-Fahrer, was ist da dran so spannend? Ich glaube, das macht ganz einfach die Mischung, die man in deinen Videos erlebt. Erstens aus den verrückten Begebenheiten der Straße. Und ich guck's hauptsächlich wegen deinen Kommentaren und wegen deiner Reaktion, muss ich sagen. Die sind einfach göttlich. Danke. Hättest du denn jemals erwartet, dass sich so viele Leute für deine Videos interessieren könnten? Nein, absolut nicht. Ich habe am Anfang mir einfach nur für mich selber die Videos da hochgeladen. Und zwar ist YouTube in meinen Augen ein schönes Archiv dafür, weil es wird ja nie gelöscht, das ist für immer da. Und dann dachte ich mir, wer sich das auch angucken möchte, meinen zusammengeschnippelten Kram da, der soll es doch machen. Ja, aber irgendwie sind es ganz schön schnell immer mehr geworden. Und beim allerersten Abonnenten, da dachte ich halt, Moment, was habe ich? Ein Abonnent, was ist das denn? Musste ich mich erst mal informieren. Ich kannte YouTube, ne, wie wir alle, gucken da Videos, aber was das für eine gigantische Plattform ist, das habe ich auch nicht gewusst. Erst mit der Zeit kam das. Das wäre ja auch eine meiner nächsten Fragen geworden, die greife ich dann einfach jetzt mal auf. Und zwar hätte ich dich sowieso gefragt, warum du überhaupt damit begonnen hast, deine Fahrten zu filmen. Zu filmen, das ging damit los, weil ich bin ja alleine immer am LKW und die Dashcam habe ich da vorne reingehängt, um dann eventuell noch als Beweislage, ich nenne es jetzt mal eine zweite Meinung zu haben, die dann sagt, nee, hallo, ne, weil wenn so ein PKW-Fahrer mich schneidet oder so, die sitzen da zu zweit im Auto und anschließend passiert irgendein Scheiß, irgendein Unfall, dann sagen die, der böse LKW-Fahrer war's. Und ich stehe da allein und sage, hallo, nee, ist gar nicht wahr, das war doch so und so. Wer glaubt mir? Keiner. Die sind zu zweit und ich stehe alleine als Dummer da. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mir diese Kamera da reingehängt habe. Gut, mittlerweile hat sich die Rechtslage so ein bisschen geändert. Manche Richter wollen das gar nicht. Erstmal wurden sie komplett, in Anführungszeichen, verboten für richterliche Sachen. Und mittlerweile sind die Richter aber auch so ein bisschen aufgewacht und sagen, nee, zeig mal her das Material, was ist denn da passiert? Also da tut sich im Moment noch jede Menge in der Sache. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie das da weitergeht. Ich finde aber, man sollte sowas eigentlich nicht direkt verbieten dürfen, denn jeder sollte eigentlich meiner Meinung nach das Recht haben, sich selbst zu verteidigen. Und das geht nun mal am besten mit einem Beweis in Form eines Videos. Das denke ich auch. Was ich natürlich mit YouTube mache, das ist eine ganz andere Sache. Ich lade die Sachen hoch, jeder kann es sehen und das ist natürlich, würde ich natürlich auch nicht wollen, dass mich einer filmt und dann da das bei YouTube hochlädt oder muss ja nicht nur YouTube sein, im Internet halt, öffentlich. Und da sagen die Datenschützer natürlich, das geht so nicht und deswegen muss ich meine Videos auch verpixeln teilweise. Also die Kennzeichen mache ich weg und auch die Personen, auf jeden Fall die Personen, die werden auch unkenntlich gemacht. Weil das aber viel Arbeit ist, mache ich das auch etwas großflächiger. Jedes Kennzeichen einzeln verpixeln da. Das ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, echt. Wahrscheinlich. Ja, darauf wäre ich auch noch zurückgekommen.
Denn mich würde diese Auch meine ewige Eltern? Schnippelei und Pixelei, die würde mich total wahnsinnig machen. Also ich frage mich ehrlich gesagt, wie du das aushältst. Tja, nu, ich sag jetzt mal, es muss. Aber dieses Verpixeln anschließend, das nimmt nochmal die genau dieselbe Zeit in der Arbeit wie vorher, das Zusammenstellen und Aussortieren und so weiter. So, damit wir euch hier nicht ein Ohr abkauen, bekommt ihr jetzt erstmal zwei Lieder auf die Ohren. Und zwar fangen wir an mit Mood und I Feel Free und danach hört ihr dann Gigatop und We Can't Stop. Weiter geht's im Text. Ich hoffe, die beiden Musikstücke haben euch gefallen. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf deinen Fahrstil ein. Du Oh nennst Gott, oh dich Gott. ja Sascha Vernünftig, aber trifft das denn auch zu? In der Tat wirklich schon. Weil ich halte mich für einen vernünftigen Fahrer und wirklich einen vernünftigen Fahrer und ich muss ja auch vernünftig fahren. Vernünftig fahren, ja. Weil ich muss ja mit meinem Führerschein Geld verdienen. Ich kann es nicht riskieren, da 20 zu schnell zu fahren, weil bei einem LKW kriegst du ab 16 km/h zu schnell schon einen Punkt. Und da man ja mittlerweile nur noch 8 oder so sammeln darf, na, ist natürlich schnell voll bei 130.000 Kilometern im Jahr, die ich in dieser Firma fahre. Vorher waren es mal 150.000, aber das schaffe ich in dieser Firma nicht. Hast du denn da schon eine Kerbe im Hölzchen? Nee, noch nie gehabt. Wie lange fahre Bist ich du noch jetzt? jungfräulich, 15 ja? Jahre. Ja, da, absolut. Die kennen mich da in Flensburg noch gar nicht. Ja, doch, die kennen mich da schon. Also 6-mal geblitzt wurde ich dann doch schon mal, ja. Aber das sind dann so, das kleinste Ticket war mit 4 km/h, Ah 5 km/h. ja, Ach, gut. das ist, ja, und das größte war, ich glaube, 13 km/h. Ja, machst du in einer Baustelle bei einem LKW, also Autobahnbaustelle, bist du auch schnell mal in der 60-Zone, mal mit 80 unterwegs, wenn du mal nicht aufpasst. Und darum muss ich halt mir mein Punktekonto sparen. Für die Momente, wo ich jetzt wirklich mal nicht aufpasse, ne? Da hast du recht. Ja, welche Klasse von LKW fährst du denn, damit man sich das mal so ein bisschen als Hörer vorstellen kann, der deine Videos noch nicht kennt? Ich glaube, früher hieß das Klasse 2 und jetzt sind wir ja bei der Klasse CE. Also die ganz normalen großen LKW, wie man sie auf den Straßen und Autobahnen so rumfahren sieht. Ich fahre einen Anhänger, so einen Gliederzug heißen die Dinger. Und also ich fahre nicht nur den Anhänger, ich fahre vorne einen LKW und hinten habe ich den Anhänger dran. 18,50 Meter oder wie lang sind das, ist das Ding? Die Sattelzüge, die also nur hinten so ein langes Ding dran haben und vorne nur so einen kurzen, stumpfen LKW, die dürfen 16, 25 Meter lang sein. Ja, und ich fahre halt, wie gesagt, diesen Gliederzug mit Anhänger. Was war denn so die bisher längste Strecke, die du absolvieren musstest? Naja, musstest, da kann ich jetzt bloß antworten, ich darf ja nur 10 Stunden am Tag fahren, da kriegt man denn so 700 Kilometer zusammen, vielleicht 750, wenn man wirklich jetzt schon beladen irgendwo steht und wusch losfährt. Aber was vor Jahren zu Zeiten von Tachoscheiben, diese runden Diagrammscheiben, die man sich in den Tacho reingelegt hat, die dann die Fahrzeiten aufgezeichnet haben, zu der Zeit bin ich dann aber auch schon mal, nicht weil ich es musste, aber weil ich nach Hause wollte auf dem Wochenende, da bin ich dann auch schon mal 1.300 Kilometer am Stück gefahren, darf man heute gar Boah. keinem mehr erzählen. Du mal ohne Mist. Wenn ich in Urlaub fahre, nehmen wir mal an Ungarn. Und da sind wir ungefähr 8 Stunden unterwegs. Das sind irgendwas, um die 700, 800 Kilometer. Ich weiß es nicht genau. Einmal tut am Ende sowas von der Hintern weh. Kann man sich Das das glaube ich. abtrainieren oder wie ist das denn? LKW fahren und PKW fahren ist auch was anderes. Wenn ich mit dem PKW meine 400 Kilometer gefahren bin, dann steigst du auch schon aus und bist steif und aber beim LKW-Fahrer, die reißt du auf einer Pobacke ab. Ich will mich hier mal ein bisschen gewählter ausdrücken. Und Ach weil was, das täuscht. der Sitz ist, ja, brauche ich nicht. Also auf eine Arschbacke reißt man das ab. Und ja, der Sitz ist luftgefedert, man kann den in zig Variationen verstellen. Das ist was ganz anderes. Und man kann sich auch bewegen, man kann die Beine lang machen, man kann die Beine übereinander schlagen, wenn man das möchte. Manche winkeln das Knie an und legen so links an eine Ecke, an eine Scheibe, an Lenker. Das ist was ganz Auch anderes. Im gut. PKW bist du ja quasi, ich sag jetzt mal, integriert, da kannst du ja kaum dich bewegen. Ja, hast du recht. Ja, das wird den Unterschied machen. Man kann ja seine Sitzposition beliebig ändern. Also Genau, man ich kann sich fände es auch wirklich ein ganz Graus. Sitz nach hinten, also Lehne nach hinten und dann kann man sich da auch noch reinlümmeln, da so ungefähr, dass man drin versinkt. Ja, das geht. Ich stelle mir gerade vor, wie du im Schneidersitz da sitzt. Ja, das mache ich aber auch nur nachts. Ich fahre ja sowieso meistens nachts, wenn nichts los ist am Tag. Ist natürlich viel zu gefährlich. Obwohl der LKW mittlerweile auch alleine bremst. Da ist ein Bremsassistent drin. Ja, Seit die November künstliche 2000. Intelligenz. Ja, sehr künstlich. Seit November 2013 sind die Pflicht, wenn ich jetzt lügen darf. Ich glaube, in der Zeit so ungefähr. Seitdem müssen die in neue LKW eingebaut werden. Und das machen sie natürlich auch. Gut, funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber auf jeden Fall. Wenn es mal hart auf hart kommt, dann bremst der auf jeden Fall auch. Klar, wenn ich jetzt mal einschlafe, weiß ja Ist nicht, schon was klar, wird. aber
In einigen deiner Videos sieht man so ein paar Situationen, wo du da, was weiß ich, an der Kreuzung losfahren willst und das Ding spackt halt total rum. Ist das nicht auch irgendwo ein bisschen gefährlich? Das ist auch. Jetzt redest du natürlich vom Getriebe, der kommt irgendwie nicht in Gang, der schaltet sich da ewig ein zurück. Ich fahre einen Mercedes. Jetzt gibt es natürlich noch MAN, DAF, Scania und Iveco. Das sind, ach, Volvo habe ich noch vergessen. Das sind so die hauptgängigsten Dinger. Es gibt auch noch von Ford welche und so. Aber die sieht man sehr, sehr selten hier. Aber jetzt bei diesem Mercedes, da ist einfach das Getriebe, das dauert mir alles zu lange. Wenn du auf dem Gaspedal drückst, dann sortiert er da manchmal erst noch seine Gänge rum. Das hätte er schon lange fertig haben können, in meinen Augen. Aber naja, ist halt Automatik und 12 Gänge, muss man mit leben. Das sind irgendwie 3 Gruppen oder so, 3 Getriebegruppen. Da musst du ja auch erstmal eine Zeit drin rumrühren, bis er denn seinen passenden Gang hat. Es gibt auch Handschaltung, sind natürlich dann 16 Gänge. Bin ich auch schon gefahren, aber ist natürlich komfortabler so mit Automatik auf jeden Fall, wenn man das den ganzen Tag da durch die Gegend fährt. Logisch, ich könnte mir vorstellen, bei 16 Gängen ist das dann auch irgendwann mal ein bisschen nervig. Sehnscheidentzündung lässt grüßen. Auch das geht. Ich habe es, wie gesagt, ja nur auch schon einige Monate mal gemacht und das geht. Da hat man auch schnell raus. Im PKW schaltet man ja auch ohne nachzudenken, ne? Ja, es war. Alles eine Sache der Übung. Kommen wir mal zu deinen Zeitvorgaben, die du da vorhin schon mal kurz angesprochen hattest. Du musst dich ja an gesetzliche Vorgaben halten. Und ich frage mich, wie das im Leben eines LKW-Fahrers eigentlich funktionieren soll, wie das zusammenpassen soll mit deiner reellen Arbeit. Hast du da oft Probleme? Überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch in der Firma und ich darf es aber nicht sagen. Was heißt, darf ich nicht sagen? Ich sag's einfach nicht. Aber deswegen bin ich in der Firma, weil die Zeiten sind das A und O. Wenn ich die überziehe, dann ist das meine Strafe, die ich bezahle aus meinem eigenen Portemonnaie. Das sehe ich natürlich nicht ein. Und wenn es denn mal wegen Stau irgendwas nicht klappt, ich komme nicht mehr an beim Kunden, naja, dann muss man anrufen und sagen, hallo, so nicht, ne? Hier ist Zeitende, ja, denn scheiße, aber so ist es nun mal, ne? Was soll ich machen? Die Zeiten sind, die Vorgaben sind da, die ich halt einhalten muss, die gesetzlichen. Ich darf 10 Stunden am Tag fahren. Also je nachdem, 9 Stunden oder 10 Stunden, da gibt es so genaue Regeln und Spielregeln und Ausnahmen und dies und das und jenes. Aber 9 oder 10 Stunden am Tag darf ich fahren und 15 Stunden im Ganzen arbeiten, also vom ersten Moment, wo ich mich bewege mit dem LKW. Man macht ja zwischendurch noch Pausen, da muss man laden und was nicht alles, aber spätestens nach 15 Stunden muss ich dann wieder stehen, wenn ich nicht in der Zeit schon meine 9 oder 10 Stunden vollgefahren habe. Ach, da gibt's so viele Spielregeln. Gut, so viel dazu. Wir hören erstmal wieder in die schöne Creative Commons lizenzierte Musik rein und da kriegt ihr jetzt zunächst mal auf die Öhrchen Hypervisant mit They've Got Tanks and Everything und danach gibt's dann was Elektronisches und zwar Professor Click mit All That Matters. Meine nächste Frage an dich wäre, wer ist denn unvernünftiger im Straßenverkehr, LKW oder Autofahrer? Ich glaube, das nimmt sich nichts. Das sind teilweise, das ist egal. LKW, PKW, Motorrad, Fahrradfahrer, Rollerfahrer. Also, das ist egal. Ich habe sie schon alle drauf. Und es ist ja auch immer nur ein kleiner Teil. Man muss sich ja überlegen, auf einer Autobahn, da fahren denn 1000 Autos an mir vorbei. Und davon tun mir aber nur 5 was. Also sind es vielleicht nur 5 bei, die mich ärgern oder so. Bei LKW genauso. Ich werde am laufenden Band überholt, weil ich einer der langsamsten auf der Autobahn bin. Und die LKW-Fahrer teilweise schneiden sie mich dann, was heißt schneiden mich? Die ziehen einfach zu dicht vor mir rein, sowas nervt mich, da rege ich mich dann drüber auf. Wenn es nur 2, 3 Meter Abstand sind, ist ja auch saugefährlich. Ich kann einfach nichts mehr sehen. Wenn er vorne bremst, hänge ich sofort hinten drauf und bin tot. Ne? So, stehst du da? Stehst natürlich nicht mehr, liegst du da. Ja, das ist natürlich Käse. Nee, aber die allermeisten fahren halt vernünftig und wer unvernünftig fährt, das sind ja auch oft Fehler, aber das ist egal, wer das ist. PKW, LKW, das gibt überall Abschrecken. Es gibt allerdings zwei Sachen, die ich in deinen Videos immer wieder sehe und extrem unvernünftig finde. Unvernünftig, haha. Und zwar ist es einmal der PKW-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen, der den Beschleunigungsstreifen eher als Standstreifen missbraucht, weil er zu doof ist, rüberzuziehen. Ah, oh, ja, da kriege ich auch immer Tränen in den Augen, ja. Ja, die ewig selbe Leier. Und dann sind sie einmal drauf und plötzlich düsen sie davon, als ob sie es ja, als ob sie es vorher nicht gekonnt hätten. Ja, so ist es. Ein Beschleunigungsstreifen, ja, ist ja Einfädelungsspur oder so, aber es heißt ja Beschleunigungsstreifen und da soll man halt beschleunigen. Wenn auf der Autobahn die LKW, die geben ja mit 90, 85, geben die den Ton an, so ungefähr auf der rechten Spur, und die PKW, die rauschen dann mit 140, 50 oder 200 Sachen vorbei. Und dann versuchen die sich da, die auffahrenden PKW, mit 50, 60 versuchen die auf die Autobahn zu kommen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Die müssen Gas geben, ne? Da rege ich mich dann gerne drüber auf, weil es einfach lebensgefährlich ist. Die rechte Spur muss bremsen, weil er dann nicht raufkommt. Und dann drückt er sich davor oder so. Oder am besten bleiben sie noch stehen.
auf dem Beschleunigungsstreifen. Das ist ja noch gefährlicher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das soll man aber auch machen, aber oder den Standstreifen Nein, also weiterbefahren, ich mein weiß jetzt gar Fahrlehrer nicht hat genau. damals immer gesagt, wenn der Beschleunigungsstreifen zu Ende ist und du hast es nicht geschafft, rüberzukommen, dann auf gar keinen Fall anhalten, gegebenenfalls auf dem Standstreifen noch weiterfahren und so schnell wie möglich rüberwechseln. Ja, das kommt auch gut hin, ne, weil man kann aus dem Stand auf eine Autobahn nicht drauffahren, das ist lebensgefährlich. Ne, die müssen halt Gas geben und das tun sie denn nicht. Und plötzlich, irgendwann, alle haben sie dann gebremst, um den raufzulassen und dann schießt er plötzlich von dannen und ist weg. Ne, über alle Berge, plötzlich können sie Gas geben. Mein Fahrlehrer sagte mir auch, so, jetzt wird kein Sprit mehr gespart, dritten Gang, drauf den Socken Genau. und dann los, ne. Und gib Gas. So ist es. So macht man's. Ja, aber, naja, das ist sehr oft. Ich glaube, das ist auch Angst oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die fahren dann einfach zu selten Autobahnen und dann fahren sie mal zu Oma Frieda hin. Die besuchen sie dann mal, die 300 Kilometer weit weg wohnt und dann kriegen sie es mit der Angst oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind auch dieselben Typen, die dich dann als LKW-Fahrer ausbremsen, weil sie einfach auf der rechten Fahrspur anfangen, 70 zu fahren. Ah, ja, kommt auch mal vor. Ja, ist auch ein Graus. Wenn ich mit dem LKW überholen muss, weil einer 70 fährt, ein PKW, ja, da kriegt man auch zu viel. Oft ist ja auch Überholverbot, ich darf es gar nicht. Dann hält man dann den Betrieb auf der rechten Spur mit 70. Lebensgefährlich, da rechnen andere nicht mit. Da passieren nur Unfälle bei. Die Zeiten sind vorbei. Vor 50 Jahren mag das vielleicht noch funktioniert haben, aber heute, die Autos haben eine so hohe Reisegeschwindigkeit gekriegt. Ne, 130 ist ja sowieso Richtgeschwindigkeit mit dem PKW. Soll man ja fahren. Da schwimmt man wirklich sehr gut mit 130. Ne? Ein LKW fährt halt nur 90. Schneller fahren Ja, die halt nicht, ne? so ist es. Aber ganz witzig finde ich auch die PKW-Fahrer, die der Meinung sind, man könne einen LKW ausbremsen oder er wird dann schon bremsen. Er vergisst dabei aber, dass der LKW ein bisschen schwerer ist als der PKW und dementsprechend auch länger braucht, um zu bremsen. Ah, das ist ein Gerücht. Die LKW haben heutzutage auch ringsrum Scheibenbremsen, von vorne bis hinten. Wenn die voll in die Klötze gehen, stehen die genauso schnell wie ein PKW. Nur, Wirklich? ja, aber das ist natürlich, man muss sich mal überlegen, wie viel Masse da denn plötzlich gebremst wird. Das geht voll auf die Substanz und die Ladung ist ja hinten drauf, ne, und die alle, die ganzen Klamotten, ich sag jetzt mal, fliegen durch die Gegend. Dürfen sie nicht, sind ja auch gesichert. Aber trotzdem, auch vorne in der Hütte von dem LKW-Fahrer, da fliegt alles auf links und Dein so, das ist Wasserkocher. natürlich Käse. Ja, mein Wasserkocher zum Beispiel, der kippt ja auch gerne mal um. Aber jetzt habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden, dass das nicht mehr passiert. Ja, Aber irgendwie in die Ecke stellen und Standfuß oder sowas war doch da, ne? ja, genau, ich habe ihn jetzt so ein bisschen hinterm Sitz geklemmt und mit einem anderen, den alten Standfuß habe ich wiedergefunden, zufälligerweise, und da habe ich gedacht, ach, cool. Ja, und seitdem kippt er nicht mehr so oft um und flutet mir den LKW, wenn ich jetzt plötzlich bremsen muss. Ja, das ist natürlich immer ein Graus. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, uah, boah, Brüssel-Kaffee. Ja, nu, ich könnte mir auch eine Kaffeemaschine kaufen, aber auch das geht. Ach, so eine kleine PET-Maschine, das geht doch. Ja, gibt es auch alles, aber PET ist auch Käse. Das mache ich nicht. Also dann gebe ich's Kaffeetrinken auf, ganz im Ernst. Dann lieber Brüssel-Kaffee? Ja, es geht auch am schnellsten hier mit Filterkaffee rumhantieren. Ich koche mir meinen Kaffee ja während der Fahrt. Ja, da macht man sich gerade das bisschen Pulver rein, stellt den Wasserkocher an, macht da nochmal gerade ein bisschen Wasser rein, kippt man sich ein, man macht Milch drüber. Ich mache immer viel Milch drüber, dann ist meine Tasse rand voll, dann Ja, kommt ein Buckel, allerdings. ne, und dann schwappt die Scheiße da wieder hin. Ich reg mich wieder auf, drück auf den Knopf auf die Und wir haben Kamera und Spaß. ihr freut euch wieder in Keks, dass mir die Scheiße passiert. Ja, am meisten wird ja eigentlich eh immer das kommentiert, das mit der Fahrt an sich gar nichts zu tun hat, sondern eher so deine Aussagen und Reaktionen Ja, werden viel nu, öfter genau. betitelt. Ja, das ist es, das wunderte mich ja auch. Ich habe es ja eigentlich gemacht, um den Verkehr zu zeigen, aber ich habe das dumpfe Gefühl, ihr wollt mich nur leiden sehen. Ja, das glaube ich auch. Also ich auf jeden Fall. Wer ist dafür? Ich nicht? Du nicht? Tja, da bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Ja, ich Ich mache es glaube, ja so freiwillig. mindestens die Hälfte deiner Abonnenten wird genau aus diesem Grund dein Abonnent sein. Ja, glaube ich auch. Und ist ja auch in Ordnung. Ich drücke ja auch auf den Knopf und zeige den Mist ja auch, der dann passiert. Und wenn ich mich dann aufrege und wenn ich dann fluche und wenn ich dann auch mal einen blöden Witz mache und so. Ich habe ja mittlerweile auch gemerkt, dass das gut ankommt. Deswegen baue ich es auch mit ein und naja, dann ist es so, ne? Mein Gott. Für unsere Radiohörer, die dich vielleicht noch nicht kannten, wäre natürlich noch interessant, wo man dich genau und wie man dich genau finden kann. Das kannst du selbst mal kurz kundtun. Alles muss ich alleine machen. Ich bin auf YouTube. Am besten kann man sich das merken, wenn man Sascha auf LKW-Tour eingibt. Mittlerweile braucht man nur Sascha LKW eingeben bei YouTube, dann zeigt er schon da die Vorschläge, Eigentlich voll weil der C-Promi. was für ein, ja, hallo, ich habe 10.000 Abonnenten, ich was für ein Promi, ich bin gar nichts, ich bin auf YouTube ein kleines Licht. Ja, stimmt, wenn ich dann Leute sehe, die da mit, was weiß ich, ich habe mir heute dieses und jenes Shampoo gekauft und ich finde, es ist wirklich sehr gut und duftet nach Blumen.
Und die haben dann auf einmal 100.000 Abonnenten. Da denke ich mir dann auch, okay, ich glaube, ich mache jetzt auch einen YouTube-Kanal. Ja, man kann auch ein bisschen Geld damit verdienen, das stimmt schon. Aber bei 10.000 macht mich noch nicht reich und naja, arm macht's mich ja auch nicht, aber naja. Ja, ich denke, das wird noch nicht die Grenze gewesen sein. Naja, abwarten und Tee trinken, ne? Ich mache so lange, wie es mir Spaß macht, und wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf damit. Es gibt ja auch genug Leute, die wollten mir dann noch eine zweite Kamera schenken und so, weil ich kann ja nur das zeigen, was vor mir passiert. Es passiert ja auch noch jede Menge links und rechts von mir und auch hinter mir. Das kann ich natürlich gar nicht zeigen. Hat auch keinen Sinn, dass ich das immer nur erzähle. Oh, dieser Idiot oder so, der hat jetzt gerade hinter mir. Da muss ich mal was ansprechen. Ja, sprich mal was an. Da gab es jetzt doch in einem deiner letzteren, was Video 76, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat da ein PKW-Fahrer dem LKW, der dich da überholt hat, Lichthube gegeben, um ihm zu signalisieren, er kann jetzt reinfahren. Der LKW-Fahrer dachte, du wärst es gewesen, stimmt's? Und ist reingezogen, so knapp vor dir schon. Das finde ich ein Unding. Genau, finde ich auch ein Unding. Weil, wer das nicht weiß, wir LKW-Fahrer, wir kommunizieren ja dann ungefähr so auf diese Art. Weil, wenn ich überholt werde und der LKW hat genug Abstand, ich mache jetzt ungefähr so bei 18, 20 Metern, weil 50 Meter sollen wir eigentlich einhalten als Mindestabstand auf der Autobahn, wir LKW-Fahrer. Und wie gesagt, wenn der 20 Meter hat, dann mache ich Lichthupe. Er sieht, oh, jo, alles klar, ich kann rein. Im Dunkeln sieht man das ja auch etwas schlechter. Der LKW ist halt lang, ne? Und dann zieht der LKW rüber, freut sich über meine Lichthupe und bedankt sich anschließend mit so einer bisschen Blinker, Blinken links, rechts oder sowas. Genau. Und dann freue ich mich auch, dass er sich bedankt hat und so weiter. Ja, und manche PKW-Fahrer, die wollen das wohl kopieren. Dann ist der LKW gerade so an mir vorbei und die PKW sitzen da mit Lichthupe hinter dem überholenden LKW. Und sagen dem so nach dem Motto, jo, kannst reinziehen, du bist vorbei. Ja, aber dass er dann mit 3, 4, 5 Metern vor meine Nase zieht, das bedenken die nicht oder so. Die wollen schnell weiter. Also Egoismus wird groß geschrieben heutzutage auf der Straße. Jeder will der Erste sein. Wie du immer so schön sagst, lebensgefährlich. Ja, ist es ja, ne? Wenn der LKW dann, ja, wie gesagt, plötzlich bremst, weil da ein Unfall passiert oder was weiß ich, ne, dann... Ich hänge sofort hinten drin, ich habe ja gar keine Zeit zu reagieren. Und auch der Abstandsregel-Tempomat, der dann diesen automatisch bremsen würde, der kann aber auch nicht zaubern, ne? Ein LKW bremst nur so schnell, wie er bremsen kann, ne? So viel dazu, wir haben erstmal wieder genug gequasselt. Das heißt für euch Musikpause, 2 Lieder gibt's wieder auf die Öhrchen. Und zwar einmal einen unserer Radio-Lieblinge, nämlich den Michael Ellis mit 7 Hours. Und danach gibt's die Kaylee Mycy mit In Tune. Worüber regst du dich denn am meisten auf? Über meinen LKW, über die Beschleunigungsschleicher da auf dem Beschleunigungsstreifen, was wir eben schon hatten. Mhm. Wenn man zu früh vor den LKW einschert, mein LKW hat ja wie gesagt diesen Bremsassistenten und wenn jetzt sich plötzlich so ein PKW vor mir reinzieht da und setzt sich da vor mich mit 10, 20 Metern Abstand, weil er noch seine Ausfahrt erwischen will, dann geht mein LKW voll in die Eisen, weil er ja jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, ja. Da bremst einer, jetzt passiert's gleich was. Deswegen geht der LKW voll in die Eisen und bremst stark runter und naja, hinter mir sind natürlich auch noch LKW und PKW und wenn plötzlich einer stark bremst, ist klar, hinten, das summiert sich ja. Ne? Der erste bremst etwas, der zweite bremst etwas stärker, der dritte noch stärker und zum Schluss müssen sie den Rückwärtsgang einlegen, so ungefähr. Das ist saugefährlich, aber interessiert die Leute nicht. Machen sie sich keine Gedanken drum. Es ist halt Gedankenlosigkeit. Ich bin auch mal nur PKW gefahren und hatte keine Ahnung von LKW. Ist so. Ich glaube, deine Abonnenten, die deine Videos regelmäßig verfolgen, haben schon viel dazu gelernt. Mir geht's auf jeden Fall so. Aber was ich gerne mal wissen würde, ist, da wir ja gerade wieder bei diesem Thema dieser künstlichen Intelligenz deines LKWs sind, könnte man sagen, dass du zu deinem LKW eine Art Hassliebe pflegst? Eine Hassliebe? Naja, also... Naja, ich versuche ihn soweit zu schonen und so weiter, wie es halt so ist. Es war nicht mein LKW. Ich kriege den ja nur zur Verfügung gestellt. Aber ich wohne ja auch da drin. Ne, ich bin ja die ganze Woche auf Achse. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass ich Fernfahrer bin. Also ich fahre Sonntag oder Montag los und komme Freitag späten Abend oder Samstagmittag erst wieder. Und in der Zeit habe ich auch in dem LKW geschlafen. Das können sich auch viele gar nicht vorstellen. Wir waren ja eigentlich bei der Hassliebe. Ich weiche schon wieder ab hier. Und... Ja, nu, ich muss ja damit leben. Ich kann ja nicht sagen, Schäfe, ne, ich will jetzt was anderes. Ich will jetzt ein MAN fahren oder ein DAF, ne? Ich muss halt den fahren, den er mir zur Verfügung stellt. Und naja, es ist nicht meine erste LKW Wahl. Hat dein LKW einen Spitznamen? Scheißhaus. Altes Scheißhaus. Ich sag gerne altes Scheißhaus zu dem, ja. Klasse. So einen einfallsreichen Spitznamen für PKW und LKW habe ich bis jetzt noch nie gehört. Nee, für ein PKW da... Da sage ich was anderes, aber das kann ich nicht sagen, weil verrate ich mich selber. Ah,
Gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Passend zum Thema gerade ist das Ding, dass du ja gerade gesagt hast, du bist Fernfahrer. Das hätten wir jetzt alle nie erwartet, aber es ist tatsächlich so. Und du hast eine neunteilige Doku-Reihe darüber gemacht, neuerdings. Und die ist wirklich sehr unterhaltsam. Da kann man mal so einen schönen Einblick in das Leben eines Fernfahrers bekommen. Du erzählst ja da wirklich alles und zeigst deinen LKW von innen, außen, unten, oben und was man sich auch immer alles vorstellen kann. Die beste Stelle in dieser neunteiligen Reihe, meiner Meinung nach, ist dieser Moment, als du dieses Fliegengitter von der Dachluke da uns erklärst und versuchst, die dahinter zu machen und erzählst, wie du das schon seit Ewigkeiten probierst und es klappt nicht. Und auf einmal schnippt das Ding tatsächlich zurück. Ja, das war auch so ein Moment, da habe ich auch gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil da ist oben, ich habe ja eine Dachluke, da ist so ein Fliegengitter drin, wie du schon sagst. Und das habe ich seit, ich habe den LKW seit 13 Monaten fahre ich in dem Ding rum. Ich habe dieses Fliegengitter irgendwann mal zugezogen und seitdem nicht wieder aufgekriegt. Ne, seit einem Jahr kriege ich dieses Ding nicht mehr auf. Ich habe gezogen, gedrückt, gefummelt, gemacht, getan. Und während ich diese Kamera draufhalte und da wieder dann rumreiße, ziehe, drücke und drehe und was nicht alles, plötzlich Schnipp. springt. Ja, genau. Plötzlich springt das Ding auf. Und ich dachte, was ist denn jetzt los, ne? Naja, jetzt konnte ich endlich mal wieder die Dachluke sauer machen da oben, wo die Regentropfen teilweise schon reingelaufen, diese Regenläufer da dran sind und so. Ja, da sollst du auch glauben, was ist da denn los? Wunderschön. Thema, genau, Fernfahrer-Doku-Reihe. Wird es davon eine Fortsetzung geben? Nee, das ist einfach zu viel Arbeit. Und außerdem habe ich auch keine Lust da, immer rumzufilmen, mit der Kamera rumzulaufen. Ich habe jetzt einmal das Wichtigste gezeigt, ne, dass man auch in einem LKW schlafen kann. Es können sich aber viele nicht vorstellen, was ich anhand der Kommentare halt gemerkt habe. Da kamen Fragen, wo ich denke, hä, ist doch klar. Ja, für mich ist es klar, ne? Aber einer, der keine Ahnung hat, für den ist es absolut nicht klar, ne? Der kann sich halt nicht vorstellen, dass man in so einem Genau. Dingen wohnen muss, ne? Dass man sich da drin Essen kochen muss und so weiter. Und ja, und das habe ich dann halt mal gezeigt nach einem Jahr oder ja, nach einem Jahr und hab dann gedacht, ja komm, jetzt einmal zeigen den Leuten und so, auch wenn ich mich dabei möglichst nicht zeige, außer vielleicht den Spiegelungen und sowas, so ein bisschen, aber mein Gott, das ist dann nicht so wild. Hauptsache, der, ich sag jetzt mal, Otto Normal, Zuschauer sieht mich nicht, wenn ich beim Einkaufen bin. Habe ich einfach keine Lust zu. Nicht, dass du Ich dann noch gestalkt wirst und die Leute Autogramme von dir wollen. Autogramm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Ich warte ja schon auf die Sekunde, an der jemand auf dich zugerannt kommt und Sascha, ich Das möchte gab's ein schon. Autogramm von dir. Ach so, Autogramm. Ja, Autogramm kam auch schon, aber nur über Facebook. Ich habe auch bei Facebook einen Account, da kann man mich auch adden da. Auch Sascha LKW fahrnünftig. Farr übrigens geschrieben. Nicht vernünftig, fahrnünftig. Und da kam das auch mal. Aber in irgendeinem Video ist auch mal einer auf mich zugekommen und sagte, hör mal, bist du nicht der Sascha von YouTube? Cool. Nein. Doch, 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 doch. An der Stimme habe ich dich erkannt. Oh, sag ich, scheiße. Ach, naja, ist ja eigentlich auch ganz putzig. Ja, aber Und ach, vor eigentlich allem, im Grunde will ich ich es stelle mir nicht halt. das Gefühl irgendwie ganz schön vor, zu wissen, dass man eigentlich nie so richtig ganz alleine ist. Wir kriegen ja von dir irgendwie alles mit, natürlich durch dich und deine Aufzeichnungen, aber trotzdem hast du ja irgendwie immer deine ganze Community mit dir unterwegs. Ja, das stimmt. Ich kann unterwegs dann immer schön gucken, ne? Und die schreiben mir dann halt, wie gesagt, auch bei Facebook gerne oder die Kommentare. Und es ist erstaunlich, finde ich das wirklich, dass da so viele sagen, ey, cool und so. Und tolle Videos und du bist der Beste und so ein Kram. Naja, ja, mein Gott, muss ich irgendwie mit umgehen können. Also die Kommentare zu deinen Videos, die fallen ja sehr unterschiedlich aus. Natürlich ist das meiste ist Lob und irgendwelche Kommentare zu gewissen Situationen. Dann gibt es aber auch viele Missverständnisse, die da irgendwie breit gemacht werden, weil die Leute einfach irgendwas in den falschen Hals bekommen, bis hin zu Nörglern. Neuerdings hatten wir ja auf Facebook sogar einen Hater dabei, auch sehr cool. Oder war Ja, das mein erster YouTube? Hater, genau. Mein erster Hater auf Facebook. Ah, dieser Idiot, dieser Ja, fand Trottel, ich auch ganz dieser witzig. dumme Hund da, der ist doch nicht ganz dicht und Und du unter. kennst ihn, nicht vergessen. Ja, das hat er auch noch geschrieben. Ich würde den kennen. Hallo, der ist 12 oder 13 Jahre jünger als ich. Ich habe auf seinem Profil der mal rumgeguckt. Ich habe den Typen im Leben noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wo der wohnt. Also, da schreiben die so einen Mist rein. Einer hat auch mal reingeschrieben, jetzt streite es nicht ab, aber ich kann dich nicht mehr ab, nachdem du mir da und da den Stinkefinger gezeigt hast. Hä? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendeinem auf der Straße, weil ich weiß ja, da kriegst du sofort eine Anzeige. Ich mach sowas einfach nicht, ne? Und da schreibt er mir rein, das schreibt er da öffentlich rein. Ja, das habe ich dann auch bloß ein paar Stunden da stehen gelassen, da habe ich gesagt, weißt du was? Weil er einerseits denke ich, lass die Leute schreiben, was sie wollen.
Aber bei sowas, ne, da gibt es dann immer wieder welche, die das glauben. Ich habe auch gemerkt, ich muss mit meinem fließend ironisch, muss ich auch aufpassen. Das habe ich auch mittlerweile gelernt. Ich sage irgendwas vor mich hin, was in meinen Augen völlig selbstverständlich ironisch ist, weil ich ja dann auch noch dazu lache oder was auch immer. Aber die Leute nehmen es ernst und da muss ich echt aufpassen. Das habe ich Aber schon da muss ich gemerkt. wirklich mal was dazu sagen. Ich habe ja viel von dem Zeug da angeguckt und ich habe, glaube ich, bis jetzt alles geschnallt und darauf kommt es irgendwie auch so ein bisschen an. Deine Dauerironie, die macht's auch so ein bisschen aus. Ich würde dir echt empfehlen, lass dich da bloß nicht irgendwie verändern oder kleinkriegen. Nee, nee, ach nee, das bringt auch nichts, denn nichts. Wenn ich mich da verstellen soll dafür, die schreiben auch, das wäre authentisch und ja, so bin ich auch, ne? Das bin ich, weil auch wenn diese Kamera nicht aus wäre, würde ich trotzdem dämliche Sprüche vor mich hin sagen, weil Ja, habe ich schon es gemerkt. sind einfach Selbstgespräche, die ich auch denn bei YouTube zeige, ne? Oder wenn ich dann dämlich da vor mich hinsinge, irgendeinen kranken Scheiß da, letztens habe ich bak, 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 und so ein Mist, das ist für mich einfach, das hätte ich sowieso gemacht, ne? Aber das bin ich halt und fertig. Und wer damit Jo, nicht eben. klarkommt, da gibt's halt auch welche. Du bist doch nicht ganz dicht, du schreist da rum wie so ein Gestörter. Und manche glauben aber auch, dass wenn die Kamera aus ist, dass ich dann noch weiter da rumschreie oder was. Keine Ahnung. In dem Moment, wo mich einer schneidet, rege ich mich drüber auf, wie es wahrscheinlich die allermeisten machen. Aber ich lasse mich davon nicht provozieren. Ne, ich räche mich dann nicht mit Lichthupe oder sowas oder dränge denn nochmal einen weg, wenn das überhaupt möglich ist mit dem LKW. Aber das ist einfach zu gefährlich, das mache ich nicht. Ich lasse mich da nicht provozieren. Ich schimpfe kurz, du blöder, ne? Und so. Und dann lasse ich ihn wegfahren und dann ist gut, ne? Dann kurz abgelassen in den Druck und dann ist gut, fertig. Danach ist es für mich wieder völlig in Ordnung und dann habe ich genauso schnell wieder gute Laune, wie sie kurz abgesackt ist, ne? Also, da muss schon was wirklich Krasses passieren. Irgendwo hat mich mal so ein LKW-Fahrer versucht, absichtlich abzudrängen. Also da könnte ich mich Ja, natürlich das ist heute noch drüber natürlich so ein auflesen. Ding. Da gehe ich auch, ich habe dieses Video, seit ich es hochgeladen habe, bei YouTube auch noch nicht wieder geguckt, weil ich mich da einfach so drüber aufregen muss. Und das ist jetzt ein paar Monate her. Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Kommentaren. Würdest du Bitte sehr. sagen, dass du jeden Kommentar liest? Lesen auf jeden Fall, klar, alles, absolut alles. Es sei denn, es geht mir irgendwie durch die Lappen. Ich habe für mich selber auch, man kann ja Daumen setzen bei YouTube und bei jedem Kommentar, wenn da nicht gerade drin steht, du bist ein Sackgesicht, dann drücke ich da auch den Daumen nach oben und habe für mich selber auch quasi bestätigt. Ah, Lesebestätigung und so Lesebestätigung, alles klar. und auch Dankeschön und ne, zur Kenntnis genommen und so weiter. Wenn da natürlich einer reinschreibt, deine Videos sind Mist, wenn ich dann den Daumen nach oben setze, dann denken andere, oh, guck hier, das finden andere auch noch toll. Ne? Also da lasse ich es dann weg und dann ne, kommt ein Kommentar runter, danke für deine Meinung. Ne? Meinung darf jeder gerne sagen, wenn es da nicht beleidigend ist und so weiter. Es ist ja völlig in Ordnung, dass nicht jedem das gefällt, wenn einer da schreiend im LKW rumsitzt. Ne? Naja, ist halt so, fertig. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, deine Anhängerschaft ist ja trotzdem sehr groß und wächst und gedeiht. Von daher kann man davon ausgehen, dass es den meisten dann doch ganz gut gefällt. Trotz alledem würde ich jetzt gern mal noch zu einem anderen Thema kommen. Und zwar so in deinem Alltag als LKW-Fahrer gibt es ja auch die verschiedensten Situationen oder eben auch gerade wenn man an den CB-Funk denkt, da gab es ja auch schon viele witzige Situationen in deinen Videos, wo die sich da gegenseitig zugekoffert haben. Nutzt du den CB-Funk auch selbst, um so ein paar Späßchen mitzumachen? Oder ist es echt nur dafür da, dass ihr euch gegenseitig warnen könnt vor Gefahren? Nutzt ihr den zur Freizeitbeschäftigung auch so ein bisschen? Also, dann muss man schon mit einem Kollegen fahren, dass man dann anfängt, auch da richtig sich zu unterhalten. Aber in der Regel, man will ja Musik hören, man will ja telefonieren und das Funkgerät ist eigentlich wirklich nur da, um zu sagen: Kollegen, pass auf, da hinten steht ein unbeleuchteter Anhänger auf der Straße. Sowas hatte ich auch schon, klar. Ne? Oder halt: Kollegen, wie sieht's denn aus Richtung, hast du nicht gesehen? Aber der CB-Funk ist wirklich am Aussterben, weil die meisten halt telefonieren können umsonst. Das war zu der Zeit, den gibt's ja schon 40 Jahre. Da gab es natürlich noch erstmal gar keine Handys. Später kam ja irgendwann mal erstmal die Flatrate, dass man telefonieren kann bis zum Ohrenkrebs. Und das ist halt nicht mehr. Ne? Die meisten haben das CB-Funkgerät aus. Und ich habe es aber immer an, halt für diese eine Sache, die mich dann wirklich mal vor der Gefahrenstelle warnt. Ne? Wenn man es doch nur einmal denn am Laufen gelassen hat für so eine Sache, dann war es doch schon in Ordnung. Also wie gesagt, die normalsten, die haben es dann noch an. Aber oft wird dann gerne auch dann geschimpft. Du Idiot, was machst du denn da für ein Mist? Und ja, selten lasse ich mich mal auch so einen Spaß damit ein, weil in den meisten wird halt doch nur, ich sag jetzt mal, sich gegenseitig beleidigt unter den LKW-Fahrern. Aber ab und zu, da mache ich auch mal ein kleines Späßchen damit rein, aber ist nicht so oft. Manchmal unterhalten sich dann auch andere Sachen und da kommen dann komische Sachen zustande. Das zeige ich dann auch da.
bei YouTube und weil man es ja schlecht versteht, mache ich da dann auch so ein bisschen Untertitel und so, damit es auch jeder verstehen kann. Ja, und ach, ich habe mir immer an. Ich habe mir wirklich immer an, absolut immer. Außer halt beim Telefonieren, dann stört's, weil es auch mal rauscht und so. Ja, Ja. logisch. Nächste Frage. Beifahrer, Fluch oder Segen? Würdest du auch manchmal Leute zur Unterhaltung für eine ganze Tour mitnehmen? Darf ich gar nicht. Und von daher hat sich jede andere Sache dazu erledigt, aus versicherungstechnischen Gründen, ist ein Beifahrer verboten und fertig. Brauche ich mir gar keine Gedanken drum machen. Ob was, wie, was. Also keine Sascha vernünftig Erlebnisreisen. Nee, nee, nee. Obwohl das schön wäre, noch schön für 1000 Euro könnte er mal mitfahren. Jawoll! Kann ich mir endlich ein Auto Ich kaufen könnte und mir noch einen vorstellen, der ein schönen. oder andere würde das tun. Ja, glaube ich auch. Für 1000 Euro vielleicht nicht, aber haben auch viele schon geschrieben, wollen mitfahren, aber es geht halt nicht. Ja, das Thema wäre dann also auch geklärt. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, er möchte gerne LKW-Fahrer werden, wie würdest du ihm entgegnen? Gottes Willen, mach das nicht. Nein, Quatsch. Soll er machen. Wer da Spaß dran hat, klar, ich habe ja auch Spaß dran. Ich fahre ja nicht, weil ich muss, sondern ne, weil ich es auch denn möchte. Es ist zwar aus der Not heraus geboren damals, das LKW-Fahren, aber ich mache es gerne. Ich habe meine Ruhe da, außer ich werde, ne, geschnitten oder so. Aber in der Regel habe ich meine Ruhe und das läuft alles. Und deswegen fahre ich gerne. Und wenn das ein anderer auch machen möchte, bitteschön, ne? Aller Anfang ist schwer, überall, immer, ne? Die ganzen Fahrzeitregelungen und hast du nicht gesehen, muss man auch erstmal drauf haben. Vor allem das Fahren. Mich haben auch schon ein paar angeschrieben, ja, Sascha, ich fange jetzt bald an und mache meine Lehre und dann bin ich auch schon unterwegs. Weil kann man ja auch mittlerweile 3,5 Jahre lernen, weil mittlerweile der Führerschein ist auch so teuer geworden mittlerweile, das geht ja gar nicht. Man muss ja auch noch Lehrgänge machen, 5 Stück und so weiter. Das geht ja mittlerweile auf 10, 15.000 Euro hoch, bis man diesen Führerschein hat. Man kann ja nicht Wahnsinn. einfach, ja, ist unglaublich. Zu meiner Zeit war das noch nicht so. Ich habe da nur 1.800 Euro für bezahlt damals. 2005, ja, natürlich. 2005 habe ich damit angefangen und da war es natürlich noch erheblich billiger. Es gab die Module noch nicht. Da konnte jeder Hans und Panz den Führerschein machen und losfahren. Wer das möchte, soll es machen. Wie gesagt, die schreiben, ich fahre jetzt bald los, möchte auch so eine Videos machen. Und den sage ich natürlich, bleibt man erstmal ruhig. Da gehört jede Ja. Menge Kram zu. Du hast für Videos absolut keine Zeit. Am Anfang platzt dir der Kopf, weil du so viele Sachen zu beachten hast. Bist eigentlich nur froh, wenn du deine Tour pünktlich erledigt hast, wenn du den LKW heile gelassen hast und so weiter. Dann bist du doch schon froh. Du musst noch Papiere machen, deine ganzen Fahrzeiten durchrechnen und hast du nicht gesehen. Das macht man geübt, denn alles aus dem FF, aber als Anfänger hast du für Videos machen keine Zeit. Wer es möchte, bitteschön, sollen sie alle gerne machen. Ja, klar, natürlich. Hast du denn schon so ein bestimmtes Highlight, was du da gerne mal präsentierst? Also irgendwas von deinen Fahrten bisher? Ein Highlight. Och, das sind ja. Ich poste ja nicht immer nur meine persönlichen Highlights. So ist ja auch die YouTube-Beschreibung. Meine persönlichen Highlights zeige ich da. Was ist das Schlimmste? Ja, das Schlimmste sind halt die. Nicht unbedingt das Schlimmste, einfach Nicht da. das, was so aus der Masse raussticht. Was sticht denn daraus? Fällt dir was ein? Bitteschön, sag was. Och, pfuh. Siehste? Da Ich ist habe es dich nach nämlich. deinen persönlichen Highlights gefragt. Ach was, ich habe keine persönlichen Highlights. Das ist ja. Ach, das sind ja auch mittlerweile so viele. Jetzt in Kürze lade ich hoch, wie man einen in die Karre fährt. Das ist vielleicht noch ein schönes Highlight. Als ich das hinterher auf der Kamera gesehen habe, meine Reaktion dazu, da habe ich mich selber über mich kaputt gelacht, weil ich dann so denke, Alter, dir fährt einer in die Karre und du laberst so eine Scheiße. Da habe ich mich Was, über das mich kommt also selber. dann in Video 77 oder wie ist das? Nee, 77 hatten wir schon. 79 Ach ungefähr so, kommt das rein. ach so, ach so. 78 ist noch nicht frei und 79, ja, bist du bald kommen, ja. Ja, also wenn ihr das Interview hört, sollte das auch schon langsam so ein bisschen aktuell sein. Damit dürfen gespannt sein. Ja, wo wir gerade bei deinen Reaktionen sind. Regst du dich auch in deiner Freizeit über Sachen so auf, wie du es beim Fahren tust? Och, kommt drauf an, was es ist. In der Regel bin ich eigentlich ein ruhiger, aber wenn Sachen sind, die mir voll in den Strich gehen, Ungerechtigkeit, sowas regt mich natürlich voll auf. Und ansonsten, ach, eigentlich geht's. Manchmal ja, manchmal nein. Wie jeder andere auch, ne? Man regt sich über die einen Sachen auf, man regt sich über die anderen Sachen auf. Tja, jeder wie er mag. Was würdest du dir denn auf deinen Fahrten für die Zukunft wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Boah, das ist aber eine gute Frage. Was soll ich mir denn da wünschen? Tja, da Mehr bin ich Geld! Spezialist für. Viel mehr Geld, viel mehr Geld. LKW-Fahrer werden einfach zu wenig bezahlt, das ist einfach so. Da kann man keine Familie von ernähren. Die Zeiten sind vorbei. Das hat sich quasi über die letzten 50, 60 Jahre hat sich das Gehalt quasi, also halbiert so ungefähr, wenn man so will. Da hat man mal richtig Geld mit verdient, aber die Zeiten sind vorbei. Also es müsste einfach viel mehr passieren da. Ach, da gibt es so viele Sachen, als LKW-Fahrer bist du oft am Arsch. So, fertig.
lassen wir das erstmal so im Raum stehen und kommen wieder zu ein bisschen Musik für euch. Und zwar hört ihr jetzt 26 von Drago and the Zodiac und danach von Brad Sachs Dropping Out of School. Wir nähern uns dem Ende dieses wunderschönen Interviews. Ach Quatsch, eigentlich könnten wir noch 1000 Fragen stellen, aber gut, irgendwann hat sich der Mund dann auch mal fußlich geredet. Und deshalb lassen wir jetzt noch ein paar Fragen auf dich niederrasseln und dann war es das dann auch schon für heute. Na, dann mal los. Fangen wir doch mal an mit den Hörspielen, die du da immer mal mitlaufen lässt, beziehungsweise man hört es immer so ein bisschen in den Videos, dass du da meines Erachtens nach doch relativ viele Hörspiele dir reinziehst. Bist du da direkt Fan oder machst du das eher einfach nur aus Zeitvertreib? Das ist Zeitvertreib, aber es sind keine Hörspiele, es sind Hörbücher und ja, weil lesen, soll ich während der Fahrt lesen, kann ich nicht. Und dann kann man sich das doch da, kann ja 4,5 Stunden am Stück fahren oder halt den ganzen Tag denn, ne? 10 Stunden am Stück fahren und naja, da kann man doch super Hörbücher bei hören, ne? Und da habe ich dann gerne von Tommy Jaud oder sowas, Vollidiot oder Millionär und was weiß ich, der hat 3 Bücher, das war ganz interessant. Maria, ihm schmeckt's nicht, ich esse von wem anders oder so. Das sind ganz lustige Sachen. Und klar, warum nicht? Dann höre ich halt die Bücher an. Gibt übrigens auch für euch Hörer mal zur Info ein paar sehr gute Creative Commons lizenzierte Hörbücher, die man sich also kostenlos runterladen und reinziehen kann und die auch so verbreiten darf. Machen wir im Radio übrigens auch ab und zu mal. Zurück zu Sascha Vernünftig. Und zwar wollen wir gerne noch von dir wissen, wie das bei dir mit der Freizeitgestaltung aussieht. Hast du überhaupt sowas wie Freizeit? Bist du komplett mit deinen Videos da am Interagieren oder hast du auch noch andere Hobbys? Nee, ich habe keine Hobbys. Ich fahre nach Hause und dann verkrieche ich mich im Keller. Nee, Quatsch. ja, man hat halt nur 1,5 Tage Zeit. Was anderes hat man nicht. Aber mein Hobby ist schon Computer und Videoschneiden habe ich auch schon weit vor YouTube gemacht. Das mache ich schon so lange. Aber eigentlich immer nur im Bekanntenkreis und so weiter. Nichts für die Öffentlichkeit und da habe ich schon so viel gemacht und auch viel rumgespielt und so. Also Videobearbeitung mache ich, wie gesagt. Wer hätte das gedacht? Und ansonsten interessiere ich mich noch für PKW. LKW interessiert mich jetzt nicht so. Ich habe auch 3 Autos und von daher. Aber LKW ist für mich ein Arbeitsgerät. Da alle meine Freunde haben auch das Verbot gekriegt, mir irgendwie zum Geburtstag oder was Spielzeug-LKWs oder Poster oder was zu schenken. Mhm. Das ist nicht meine Welt, das interessiert mich nicht. Ne? Da würde ich sagen, hallo, fällt dir nichts Besseres ein? Ne, bloß weil ich LKW-Fahrer bin, schenkst du einem Gaswasserinstallateur auch eine Toilettenschüssel oder was? Also, ja, ist ja, doch so, ist doch dämlich. Nee, da halte ich nichts vor, ein LKW ist ein Arbeitsgerät. Ich interessiere mich für PKW und ich fahre VW, habe wie gesagt 3 und auch andere Autos und so. Das ist meine Welt und ja, LKW nicht. Und das ist halt auch die Freizeit, die ich so ein bisschen habe. Naja, Freunde natürlich auch, klar, ne? Ich sitze ja nicht nur alleine zu Hause, denn, ja. Das sind ja dann auch immer so deine Telefonpartner, ne, für unterwegs, oder wie ist das? Ja, das sind aber auch LKW-Fahrer. Ich bin ja, wie gesagt, viel nachts unterwegs und da Freunde aufs Bett klingeln um 2:30. Na, wie ist es? Ich werde gerade müde. Wollen wir telefonieren? Dann sagen die auch, bist nicht ganz dicht? Ne? Ist ja klar. Hast du das auch schon mal mit, hier, sag mal, Fans von dir gemacht, solche Telefongespräche auf Dauer? Nee, absolut nicht. Gar keiner. Kriegt auch keiner meine Nummer und so. Das will ich auch nicht. Das sind ja fremde Menschen und so viele wollen das. Ich soll so viele grüßen und so. Das geht nicht. Wenn ich das einmal anfange, dann wollen es alle. Wer mit mir schreiben will, der kann es auf Facebook machen, da kann er mir was schreiben. Aber nicht Hi oder wie geht's? Auf sowas antworte ich nicht. Ne? Entweder man hat was zu sagen oder lässt es bleiben. Aber das ist wirklich nur die ganz allerwenigsten, die nichts schreiben. Also die will ich nur Hi, wie geht's? Ne? Wo bist du? Sowas schreibe ich auch alles nicht. Ne? Dann wer aber in der Regel schreiben die ja, moin, hallo, ne, hab deine Videos gesehen und so. Oder ab und zu schreibt auch einer mal, hallo, ich möchte ein Interview mit dir machen. Zum Beispiel, rein zufälligerweise könnte das ab und zu mal vorkommen. Vielleicht haben wir das ja sogar getan. Ja, das war ja auch eine Anspielung drauf. Ach echt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, doch. Nee, ich hab jetzt auch noch nicht, wer weiß, wie viele Interviews gemacht. Ihr seid jetzt auch erst die zweiten, ne, also ihr habt ja fast noch die... Ja, in Klammern dritte, du hast ja schon zwei Interviews hinter dir, zwar mit demselben Sender, aber Ja, mit demselben Sender, genau, aber auch fast dieselben Fragen und das hier ist fast was ganz anderes. Nein, ich meine, die ersten beiden, das waren fast dieselben Fragen. Dieses hier ist wirklich was ganz anderes, weil das andere ist wirklich ET-Radio als Eurotransportradio und, ach, jetzt mache ich ja Werbung für einen anderen Radiosender, naja. Ach, ist auch nicht so schlimm.
Und da ist es, das ist halt ein Sender für Lkw-Fahrer. Die wissen halt, worum es geht. Wenn ich von irgendwas spreche, die nicken, sitzen wahrscheinlich alle nickend vorm Radio. Und hier sitzen dann vielleicht noch welche dabei, die haben den Mund offen, weil sie denken, ach so, ne? Weil hier halt wahrscheinlich viel mehr Pkw-Fahrer oder Fahrradfahrer sind, ne? Richtig. Und da wir hier was ganz anderes sind, kriegst du auch eine Frage der ganz anderen Art und Weise. Die kommt jetzt. Hast du einen Lieblingslöffel? Lieblingslöffel? Ob ich Lieblingslöffel habe? Ne, zwei. Genau. Ich habe sogar zwei. Nein, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also während du überlegst, kann ich dich kurz aufklären. Ja, klär Diese mich mal. Frage stammt aus unserer allerersten Radiosendung, die Pilotfolge, und die Hörer wurden dazu beauftragt, sozusagen Fragen einzureichen, die wir da, oder da war ich noch gar nicht im Radio dabei, muss ich sagen, wurden halt an unsere Moderatoren Fragen weitergetragen, damit man einfach die Sendung besser ausfüllen konnte. Und unter anderem hat dann eine unserer Hörerinnen die Frage eingesendet: Hast du einen Lieblingslöffel? Und man ging erst davon aus, dass die sich verschrieben hat, aber nein, die hat das genau so gemeint und die Frage kam so gut an, dass wir die dann also jetzt hier pflichtmäßig in jeder Sendung vortragen. Ach so, also euer Running Gag, ne? Richtig. Ja, und wird die dann auch immer beantwortet? Muss ich da jetzt irgendwas Ja. zu sagen? Ach so, Ja, du dreieckig? musst. Nein, ich weiß es. Pass Manche auf. weichen dann noch auf, was weiß ich, Lieblingsgegenstände anderer Art aus. Ja, ich habe eben schon dreieckig gesagt. Das ist eigentlich die richtige Antwort. Ich mag Suppenkellen. So esse ich ja auch meine Suppe immer, weil Gleich wir aus sind der ja nur, Kelle. ja, wir sind ja eine arme Familie und da geht dann der die Kelle auf dem Suppentopf einmal ringsum, weißt Die Antwort hatten wir auch noch nicht. So, ich würde sagen, damit ist das Interview zu Ende. Danke fürs Zuhören, liebe Webradio Guildwaves-Hörer. Ich hoffe, ihr interessiert euch vielleicht auch für die ein oder anderen Sendungen von uns. Dann schaut doch mal im Sendearchiv vorbei. Da findet ihr auch noch ein paar andere Interviews mit Musikern, Cosplayern und Leuten von Guild Wars 2 natürlich auch. Ihr hört jetzt noch The Easton Alice mit Dance It, Dance All. Und danach gibt's noch The Easy Dreammaker mit The Sunrise. Sascha, wenn du ein Motto hast, das du unseren Hörern vielleicht noch verraten könntest oder ans Herz legen könntest, werden wir das Interview dann auch beenden. Ja, natürlich. Und zwar schließe ich auch einige Videos so ab. An jeden von euch bitte vernünftig. Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Radio Guildwaves, dein GW2 Webradio.